So, damit gehört wohl diese Siedlung uns. Dann haben wir schon mal unseren Fuß in Rom drin. Und zwar ganz tief in deren Hintern. Weil ich denke, wir werden dann, sobald sich die Armeen ein bisschen ausgeruht haben, gleich den Schwenker machen und dann Rom komplett auslöschen. Weil aus meiner Sicht macht das nämlich relativ wenig Sinn, die am Leben zu halten. Und spätestens jetzt weiß ich, dass der Blut-DLC funktioniert. Roma erobert. Nein. Okay, das war nicht nett. Cool. Das war eine nette Videosequenz, auch wenn sie mit Rom als solches nicht mehr viel zu tun hatte. Weil das Ganze gehörte ja schon jemand anderem. Aha, und da haben wir schon die nächste Stadt, wo wir quasi gleich weitermarschieren können. Brunhild, mach da mal ein bisschen Stress. Danke. Scheuch die mal auf, wenn du kannst. Kulturelle Spannungen verbreiten, das hört sich doch gut an. Brunhild, Störung erfolgreich. Euer Würdenträger hat aufständische Gefühle in einer Siedlung erweckt, die öffentliche Ordnung gestört und die Wahrscheinlichkeit einer Rebellion erhöht. Und Brunhild ist Level 2 geworden. Ich finde es schade, dass man das irgendwie nie wirklich erkennen kann, was es jetzt gebracht hat. Ich sehe jetzt nicht hier irgendwie Aufstandswahrscheinlichkeit oder sowas. Das würde mir noch fehlen. Oder was heißt Würde, das fehlt mir. Was bist du denn? Ja, hier muss ich mir noch überlegen. Barbarische befestigte Stadt. Ach so, ihr seid natürlich stinkig. Dann machen wir das doch mal raus. Das bringt's jetzt auch nicht. Dann lassen wir das erstmal und überlegen uns, wie wir dann das Ganze geregelt bekommen. Ich glaube, das machen wir einfach so. Und dann lassen wir uns mal was einfallen. Weil so langsam brauchen wir mehr Geld und wir brauchen hier auch mehr. Jetzt wollte ich erst Loyalität sagen, aber wir brauchen hier irgendwie glückliche Bürger für aus glücklichen Kühen und das wird hier einfach nichts. Und ich weiß nicht warum. Plündern? Ach, deswegen! Aha! Ja, super, danke. Streitmacht aufstellen. Vermächtnis. Haben wir hier eine Flotte, die irgendwie Rang 1 oder 2 ist? Nee. Und die klingen auch alle scheiße. Dann wird es Zeit, dass wir eine neue Flotte aus dem Boden stampfen. Und zwar mit Dagobert. Und mit. Was nehmen wir denn da? Schwerer Plünderer mit Schwertmeistern. Einheiten rekrutieren und dann brauchst du mal eine ganze Handvoll davon. Wo ist der Unterschied zwischen mittlerer und. Ach so, die sind schwerer, oder? Schiffszustand, ja, hat mehr Hitpoints, ist langsamer, greift aber stärker an, macht aber dafür im Nahkampf weniger Schaden. Kann ich hier keinen Kriegshafen bekommen, bitte? Doch. Dankeschön.
So, dann kriegst du hier noch drei davon und zwei davon. Das sollte dann erstmal reichen für die Flotte als solches. Oh, Trakas Teufel haben noch einen Level ab. Natürlich. Unerbitterliche Horde. Furor Germanicus. Das passt alles. Wie geht's denn meiner Flotte da hinten? Ah, super. Ihr seid fast vollständig aufgewertet. Dann zieht doch mal da an den Rand. So, jetzt brauche ich hier noch... Bauen wir mal einen Heindes Tor. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht gebaut. So, dann warten wir noch eine Runde. Dann sind die nämlich voll. Dann ziehen die hier gleich. Und dann kann ich hier nämlich rüber. Ja, das ist ein guter Plan. Dann gucken wir mal, was die Briten so vorhaben. Die haben vor... Oh. Ja, das wäre jetzt natürlich super, wenn die hier angreifen, die Siedlung komplett einnehmen. Dann brauche ich nämlich einfach nur kurz einmal umdrehen und dann kann ich mit der Flotte die Stadt einnehmen. Super, das wird. Das läuft. Dann soll es weiterlaufen. Ich habe mir auch überlegt, dass ich die... Seid ihr dumm? Ihr seid dumm. Gucken wir uns das an? Ach, warum nicht? Können wir das nochmal... Können wir so Seelandschlachten uns nochmal genauer angucken? Die Idee finde ich ja immer gut, dass es jetzt gemischt ist. Ich komme mit den Seeschlachten nur irgendwie nie klar. Ich verliere die andauernd. Ich muss die irgendwie mal in Gefechten mal massivst üben. So, dass ich da mal ein bisschen sicherer bin. Entschuldigung, wenn ich zwischendurch mal so ein bisschen huste. Da... Ich könnte mir jetzt natürlich die Mühe machen und versuchen, das Ganze rauszuschneiden, aber... Ab und zu hustet man einfach mal. So, dann rammen die mal kaputt. Vielleicht kriegen wir ja irgendwas damit hin. Ach, da haben wir deren Chef. Ja, bitte den Chef mal kaputt rudern. Das wäre super. Nahkampfeinheiten, was haben wir denn hier? Warum sind die denn... Wieso seid ihr denn so fertig? Dann seid ihr die letzte Welle und haltet hier die Stellung. Ihr seid Gruppe 1 und ihr seid Gruppe 2. Auch wenn ihr zwei unterschiedliche Gruppen seid. So, dann macht euch hier mal am Hafen gemütlich. Und ihr dahin. Und dann schauen wir mal, was wir damit bewirken können. So, wie wäre es denn, wenn du die enterst? Und du versuchst, die kaputt zu rammen, falls es nicht funktioniert. Oder rammst irgendwen anderes kaputt. Weil wenn wir deren General gleich kaputt kriegen, dann wäre das natürlich auch nicht schlecht. Ja, los. Zack, da einmal rüberhüpfen. Wahrscheinlich habt ihr schon gewonnen, bevor ihr überhaupt auf der anderen Seite seid. Zack. Ab dafür. Jawohl, und da fliehen sie schon. Vielleicht kriegen wir die Flotte ja schon kaputt, wie gesagt, bevor sie überhaupt angelandet sind. Rudert mal ein bisschen schneller. Weil das macht mir nämlich gerade Angst, was da vorne passiert. Und da geht es down. Da kommt das GG. Das ist natürlich ganz schlecht. Jürgs. Ich glaube, so funktioniert das nicht.
Ich glaube, so funktioniert das nicht. Sind das denn richtige Angriffsschiffe? Ja, das sind tatsächlich richtige Schiffe. Irks. Was hältst du denn davon, wenn du einfach mal Gas gibst und anlandest, damit ich von dir noch ein bisschen was übrig habe? Dann treffen wir sie halt am Wasser. Da habe ich ja auch gar kein Problem mit. Beziehungsweise am Strand. Dann sollen sie halt einfach herkommen. Stellt euch mal da so auf. Ja, rennt ihr Verfluchten. Das finde ich ist ein gutes Argument. Los, los, los. Lockt die mal in Feuerreichweite. Und dann sehen wir weiter, was passiert. Na los. Rudert, ihr faulen Hunde. Rudert. Na endlich. Na los. Ab an Land. Jawohl, und da kommt schon das Echo. Haha, Trottel. So, und dann schließ dich mal einfach den Nahkämpfern an. Und das mit ein bisschen Tempo. Ja, Feuer ist ein bisschen kacke auf Schiffen, hä? Habe ich mir auch mal sagen lassen. So. Und Feuer frei, sobald sich hier was bewegt. Ach so, okay. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. So, dann Fernkämpfer bitte mal zurückziehen. Lasst es mal die Nahkämpfer machen. Und weil sie nirgendwo hin zurück können, wird da auch nicht mehr allzu viel von denen übrig bleiben. Kreischende Frauen! Zack, und weg sind sie. Wärt ihr mal wieder so gut aufzuhören, auf eure eigenen Freunde zu schießen? Dankeschön. Wo haben wir denn hier den General von Sianze? Aber auf den dürft ihr schießen. Tja, ich glaube, die haben keine Lust. Wie könnte das denn wohl passieren? Und zack. Da kriegt ihr eins aufs Fressbrett. Was ist mit euch? Bitte mal dahin. Und das Schiff bitte mal in Brand schießen. Ich glaube nämlich nicht, dass ihr da rankommt, oder? Was für eine Reichweite habt ihr denn? Lasst mal gucken. Nee, ich glaube nicht. Wir können es trotzdem mal versuchen. So, dann schießen wir mal deren kleines Schiffchen in Brand. Weil Feuer mögen die nämlich gar nicht. Überraschenderweise. Ach, jetzt wollt ihr rennen? Okay. Gefecht beenden! Und damit hätten wir es, glaube ich, geschafft.
Diese Folge ist nun leider vorbei und wenn sie euch gefallen hat, dann gebt ruhig einen Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr mir auch einen Kommentar dalassen und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, dann klickt auf das Abonnieren. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt.